Trader. Mit uns hast du gute Karten. Halli, hallo, Hallöchen zusammen. Ich habe den guten Lukas mal mitgebracht zur Runde Nummer 2 für den heutigen Dienstag. Wenn ihr selber mal mitspielen wollt, trader-online.de, ihr kennt den Spaß. Dienstags und Samstags. Samstags leider im Moment unregelmäßiger, deswegen vorher gucken, ob ihr ein Ticket bekommt oder ob irgendwelche anderen Events sind. Und dann, wir haben schon gewürfelt, wir haben abgehoben, ich darf anfangen. Und dann schauen wir mal. Auf ein Gutes. Oh Mann, ey. Draw, Standby im Endphase. Hast du was in der Draw? Nö. Shifter. Toll. Standby Man. Deine Lieblingskarte, ja. Dann möchte ich gerne eine normale Beschwörung, Schlangenauge-Esche. Auf Beschwörung sagt die aus, dass ich mir eine ein Feuermonster der Stufe 1 der Karten, Hand hinzufügen darf. Ja. Ist das in Ordnung? Ja. Das hört sich super an. Die beiden habe ich von meinen Eltern geschenkt bekommen. Und die anderen habe ich mir irgendwo von der Website bestellt, keine Ahnung. Die findet man, das sind so normale, die findet man überall. Ach. Ich dann falsch. Du warst schon ein bisschen zu schnell. Ja, da war ich schon einen Schritt weiter. Passiert. Da. Dann suche ich mir den Schlangen auch einen Pappe. Wenn der Hand hinzugefügt wird, außer durchziehen, darf ich den Effekt ansagen und die Spezial beschwören. Ja. Dann würde ich das gerne tun. Und auf Beschwörung darf ich mir eine Schlange, Auge, Zauber oder Falle von der Hand hinzufügen. Ja. Da suche ich mir dann den guten Tempel. Tempel mal. Dann würde ich diesen gerne aktivieren. Der gibt erstmal meinen Feuermonstern 1100 Push und wenn diese Karte aktiviert wird, darf ich mir ein Schlangenaugenmonster in die Spell Trap Zone legen. Und wenn du normal oder spezial beschwörst, darf ich ein Monster sowohl von deiner Seite als auch von meiner Seite aus der Spell Trap Zone ausspecialen. Ja. Okay, dann machen wir mal. Muss ich kurz überlegen. Schiff, das ist eine coole Karte, habe ich gehört. Toll ist sie. Chat, wie geht's euch so? Dann hole ich mir einen Flambergo. Ja. Oder? Ja. Dann. Mit Schiffer zu spielen, ist ganz lustig. Dann mache ich einer Link 1. Ja. In. Bisschen wenig Schlaf bekommen, aber sonst auch ganz gut. Eine aufgegebene Seele. Die kann jetzt aktuell nichts, weil nichts in der Zone liegt. Ja. Dann. Ich bin einer Link. Den kann ich gar nicht. Ich muss anders machen müssen. Egal. Egal. Boah, läuft gut. Noch jetzt eine Klausurenphase und dann bin ich auch durch. Und dann noch ein Jahr. Dann setze ich eine verdeckt und gebe an dich ab. Dann gehe ich mal in die Drawphase. Jo. Standby. Jo. Und Main. Yes. Summon Condition, Kashtira Fenrir. Den kann ich specialen, wenn ich keine Monster kontrolliere. Beziehungsweise du mehr Monster kontrollierst als ich. So. Irgendwas auf die Summon? Nein, ich studiere kein Jura. Nö. Ist in Ordnung. Dann würde ich gerne seinen Effekt aktivieren, um mir einen Kashtira-Monster der Hand hinzuzufügen. Jo. Nehmen wir uns mal den guten Kashtira Rise Out. Jo.
Irgendwas auf Resolve? Nö. Kulo, Kulo. Könnte auch nichts kommen, du hast schon einen Dimensionsverschieber aktiviert. Ja, kannst du ja, keine Ahnung, irgendwas mit dem Fenrir machen wollen oder so. Mach ich mal weiter. Würde ich meinen Stegosaur aktivieren? Ich reveal ein Feuermonster und würde dann gerne ein Vanquish-Soul-Monster vom Attribut Feuer aus dem Deck special und während der Endphase kommt zurück auf die Hand. Jo. Ich nehme mal den guten Rasen. Mhm. Nein, nein, kein Kastierer. Du musst ganz kurz überlegen. Was ist unser Effekt? Ja. Wegrasen. Da wird mir ein Vanquish-Soul-Monster nicht Krieger auf der Hand hinzufügen. Dann würde ich ganz gerne meinen Tempel da anketten und ein was rauszuspecheln. Jo. Oder? Sonst noch irgendwas? Ja. Dann add ich mir mal ein. Wen add ich mir denn da? Das könnte ich natürlich machen. Zum End. Will ich noch das machen? Und. Ich soll was verpassen. Add ich mir. Wenn ich ihn finde. Oder lieber das. Wie viele Handkarten hast du? 3 Stück, ne? Yes. Ach Mann, ey. Nehme ich mir eine Madlock auf die Hand. Jo. So. Machen wir dann als nächstes? Könnte ich das? Würde ich gerne mal den. Der ist auf 1,9, richtig? Der ist auf 0 und der ist auf 3000, ne? Der, wie, der ist auf 1? 1,9. Ja, ja, 1,9, ja, ja. Dann würde ich gerne Reisrad specialen, weil ich einen Kastierer kontrolliere. Ja. Und dann würde ich gerne mal in die Battleface gehen. Jo. Attack Declare mit Fenrir auf Asche. Ja. Effekt. Target. Ich würde die gerne Face Down banishen, die 4-2. Muss ich kurz überlegen drauf? Ja. Das ist in Ordnung. Dann würde ich gerne Redeclare. Da hast du, glaube ich, keine Redeclare. Klar, weil sich die. Achso, ja, oder die, die greifen sie, ja, klar. Dann verliere ich 1600. 1,6. Weil die Monster sich ja nicht geändert haben. Ja. Also. Ich gebe es mal zu, ich mache Informatik, aber ich gehe noch nicht studieren. Und dann würde ich mit Rasen noch auf die aufgegangene Seele angreifen. Ja, dann kriege ich nochmal 1800. Richtig. So. Du bist in Exis gelockt. Ja. Dann würde ich in die zweite Main-Phase gehen. Ja. Würde ich gerne Reisrad-Effekt aktivieren, Kastierer-Karte von meinem Deck verbannen und ihn dann zu Stufe 7 machen. Mhm. Das ist nicht schlimm. Muss ich irgendwas in 3-4-Deck verbannen, das habe ich getan. Dann ist er jetzt Stufe 7. Ja. Würde ich ein Overlay mit dem machen zum großen Auge. Ja. Und dann würde ich gerne das große Auge aktivieren. Ich detach ein und würde dein Big Eye targeten und würde ihn gerne bis. Ne, nicht mal bis zu einem Face. Einfach nee, übernehmen. Übernimmst du ihn einfach, genau. So. Dann würde ich gerne seinen Effekt aktivieren und die Shifter in die Spell Trap Zone als Continuous legen. Jetzt nicht. Dann setze ich noch eine Karte und noch eine Karte und dann würde ich gerne abgeben. Dann gehe ich in die Dwarf-Face. Ja. Center-Face. Ja. Main-Face. Ja. Muss ich kurz überlegen. Ja. Die Hand ist nicht gut. Shifter ist halt eine Karte. Ich spiele Vanquish Soul bzw. Bezwinger Seele.
Dann gehen wir mal ins nächste, das kann ich nicht gewinnen. Das macht keinen Sinn. Ich habe einen Mist bei Freunden gemacht. Machen wir dich einmal kurz auf Null, damit Kari sieht. Ja, eigene Medizin, ich spiele ja schon ewig kein Cash mehr. Und dann kann ich einfach resetten, ne? Wo ging das? Hier oben, ne? Hier oben und dann reset. Oktober. Genau. Ich habe immer Probleme, irgendwelche Sachen rauszuzeigen. Wir haben noch mehr als genug Zeit. Das Game ging mir relativ schnell. Oh, Shifter. Ach ja. Deine Lieblingskarte. Ja. Nächste Woche spiele ich sie auch wieder. Oh Gott. In Tenpai Dragon. Yes. Wer darf denn anfangen? Ich gehe mal davon aus, dass du anfangen willst. Jo. Hast du gut erkannt. Hoffe, gutes Wetter. Jo. In der Dorfface. Hast du da was? Nö. Shifter. Oh, gut. Guter Spieler. Ja, immer Shifter. Summerman. Ja. Nummer Beschwörung, Schlange und Pappe. Effekt. Ich kann mir überlegen. Würde ich gerne eine Aschenblüte und Freudiger Frühling aktivieren, genau. Die geht dann in den Verwandten-Teil, ist okay. Und den Effekt von Kaplan annullieren. Yes. Dann setze ich eine Karte verdeckt und dann das so. In ein Face. Jo. Würde ich gerne noch mein Abgeheulerchen Drüsum aktivieren, den D-Shifter targeten, ihn verbannen und Drüsum special. Dann Drawface. Jo. Standby. Main. Jo. Würde ich mal anfangen mit Draw Step by Main. Ja. Normal Summon, Bezwingerseele, Dr. Wahnsinnige Liebe. Ich würde gerne den On-Summon-Effekt aktivieren und mir eine Bezwingerseele Zauberfeinkarte auf die Hand nehmen. Das würde ich ganz gerne Aschenblüten und Freudigen. Aschenblüten und Freudigen. Ja. Das geht natürlich klar. Muss ich ja mal überlegen. Was hast du noch? Würde ich gerne Steak Soul aktivieren. Ich reveal den Heavy Burger. Oh ne, warte, kann ich ja nicht. Ne, alles gut. Ach man, das hätte ich nicht raushalten sollen. Ja.
Geh ich mal in die Battleface. Jo. Ich würde gerne mit 1200 auf den Pappler angreifen. Ja. Würdest du 500 Schaden bekommen. Yes, das reicht. Und 253. Dann machen wir mal 3000. 3000. Dann gehe ich in die zweite Mainphase. Ja. Wie Burger. Sehr gute. Hungry Burger, meint er wohl. Das ist die Frage, ne? Mein Gott, ey. Mach ich eine Synchro 10. Jo. Krass, Engel. Ich kann den Effekt aktivieren, die Karte targeten. Und was sagt der nochmal? Wenn er beschworen wird, kann ich eine Karte auf dem Spielfeld wählen. Du hast mit Finsternis gemacht, ne? Ja, genau. Dann würde ich das ganz gerne einmal mornern. Ja. Ja, und dann würde ich an dich abgeben. Okay, Drawface. Standby-Phase. Ja. Main-Phase. Da lasse ich ja jetzt eine Hand kenne. Normalbeschwörung, Schlange und Esche. Ja. Jetzt darf ich spielen. Das ist ja noch zwei Spiele. Such eine Pappe. Effekt-Pappe. Ja. Effekt-On-Summon. Ja. Holt mir den da. Aktiviere den da. Ja. Erlegt mir. Wo ist er denn? Ist hier versteckt, natürlich ganz oben. Den da. Dann aktiviere ich Shang-Ong Esche. Schiff ist ja nicht mehr aktiv. Ja. Die können nur nicht durch Kampf zerstört werden, ne? Ja. Warte mal, das war nur, wenn er bis zu Ende des Spielzuges, ja. Ah ja. Dann geht in einer Link 2. Ja. Wer hätte es gedacht? In eine IP Mascarena. Dann habe ich eine Kette. Kette ist 1 ist der Flammenbergendrache, der darf mir 2 Spezialbeschwören und der Pappel, wenn er in den Friedhof geht, kann ich ein Feuermonster targeten. Das wäre dann in dem Fall der Flammenbergendrache und legt ihn in die Spelltraps um. Ja. Dann sammle ich den. Ich bin dir kurz ehrlich, du drückst mir gleich diese Landesline, also können wir auch ins nächste gehen. Das ist korrekt. Gute Games heute. Stabile Games heute. Eins in den Chat. Da-da-da-da-da-da-da. Kann ich mal reinpacken. Und sonst, lieber Chat, wie geht's euch? Also, unterhaltet euch über Digimon. Das ist ja schon. Keine Ahnung davon. Digimon hast du keine Ahnung? Ah, das hat er als Kind auch oft gesehen.
Delta Squad, die erste Staffel, die Oldschool Staffel. So. Mag aber lustigen Wörterchat. Delta Squad oder Fusion. Okay, kennst, also Fusion kenne ich noch, aber. Aber nicht in Digimon-Thematik. Kennst du Lukas, sagt. Komm, Kari, sonst war ich doch auch immer nett. Ah, okay. Ja, ich weiß. Der ist zu jung dafür. Das mag sein. Du bist jetzt offiziell auch böse. Was heißt auch? Wer ist denn noch böse? Ja, alle anderen. Lukasse, Lukasse. Lukasse. Mehrzahl von Lukasse. Kakteen, Kaktusse. Was? Das soll man nicht onstream sagen. Was denn? Das war ja jetzt nichts Wildes. Oh, also nicht. Würde ich gerne anfangen. Wer hätte es gedacht? 5, Anfang gutes Drittes. Oh, warte. Die. Ich muss hier oben drauf. Anfang gutes Drittes. Stand by Main. Yes, Sir. Kein Shifter! Fange ich mal an mit Special Summon Fenrir. Ja! Würde ich gerne meine flammenedle Waffe Durandal an den Fenrir anhängen. Was macht das die? Das ist erstmal okay, der Equip. Ich würde den Effekt aktivieren. Ich suche mir jetzt einen Warrior, Stufe 4 oder niedriger, Feuer Warrior. Ja. Der Stufe 5 oder niedriger. Und dann würde ich Durandal auf den Friedhof legen. Jo. Ja, deswegen kein Shifter. Muss der auf den Friedhof? Ich lese mich nicht einmal durch, ne? Ja. Muss der auf den Friedhof gehen? Ich werde die zerstören, ich bin mir nicht sicher. Ich würde mir den Rasen adden. Den Rasen? Genau. Irgendwas auf Resolve? Nö, das ist in Ordnung. Coolo. Dann würde ich mal den Topf des Wohlstandes aktivieren. Ja. Für 6 Karten. Verbanne ich 6 face down und würde mir dann... Hülle, Hülle. Würdest du jetzt extra mal ganz spielen? Ja, das wär crazy. Aber Gott sei Dank sind wir auf Local Level. Das ist, glaube ich, nicht so ein Problem. Luca Busse, Lukales. Wir kennen den Plural von Lukas nicht. Was gibt's denn für Nummer? Lukesse! Hört sich irgendwie alles. Wie hat an? Nicht so geil an. Ist das okay? Da würde ich dir ganz gerne mal eine Aschenblüte drauf geben. Oh, da würde ich dir gerne vom Grab gerufen gerne drauf geben. Oh ja, natürlich, das ist One-Off! Dann ist das mal WW6 und da durfte ich mir dann 1 auf die Hand nehmen. Du bekommst dann nur noch die Hälfte des Schadens. Gut, ist in der ersten Ding uns nicht schlimm. Genau, ich dürfte jetzt keine Karten mehr ziehen durch Effekte. Wen nehme ich mir denn da? Das habe ich schon. Eine viele Luken. Lukese, genau, Lukese. Nip wäre, glaube ich, schon ganz cool. Nehme ich mir mal den Nibiru auf die Hand. Cool. Dann kommen die restlichen Karten. Unter Stack. So viele Nibirus. Yes, Sir. Mach ich mal weiter. Nabelzimmer und Rasen. Ja. Raseneffekt. Ja. Ich würde mir ein Non-Warrior Vanquish Monster auf die Hand suchen. Nicht-Krieger Bezwinger genau. Monster. Deutscher Stream, Lukas. Ja. Oder nehme ich mir den Heavy Burger? Was habe ich denn sonst noch? Heavy Burger. Für so viele Dino-Ausrottungen. Genau! Nehme ich mir sowas von den. Wo ist denn der? Nicht zum Jalong. Wo war denn der Burger? Du darfst nur einen feuern. Was sagst du? Ein Nicht-Krieger-Monster. Nicht okay. Ich hatte den Burger doch hier gerade noch. Da. Den schweren Burger. Burger. Den genau. Heavy Burger. Effekt von Fenrir. Um dir was zu suchen. Genau. Das ist in Ordnung. Nimm ich mir den Reißhart auf die Hand. Reißhart? Den reisenden Hart? Würde ich gerne den Rasen aktivieren. Ja. Ich würde den Feuer vorzeigen und dann kann er in diesem Spielzug nicht mehr durch Karteneffekt zerstört werden. Okay. Und dann würde ich in meiner Hand den Jaulang aktivieren, weil ich ein Vanquish-Sir-Monster revealed habe, also durch den Effekt von einem Vanquish-Sir-Monster eine Karte vorgezeigt habe, darf ich ihn von der Hand specialen.
Ja, weil du genau, weil du den Bezwingersinn-Effekt aktiviert hast, kannst du den als Spezialbeschwörung schon. Ja! So, mach ich eine Liga 1 mit dem Rasen. Ja. Zum Sarok. Dann würde ich gerne den Fels aktivieren. Um einen zu reborn oder auf die Hand zu nehmen? Von Friedhof auf die Hand zu nehmen. Ja. Nehme ich mir den Rasen zurück auf die Hand. Ja. So, was gibt es denn sonst noch? Dann würde ich gerne Jaulong aktivieren. Ich kann hier zwei Feuer vorzeigen und dann dürfte ich mir eine Vanquish Soul Karte vom Deck auf die Hand nehmen. Vom Deck auf die Hand nehmen. Zwei Feuer, beziehungsweise Seele, außer ihn selber. Okay. Wie gesagt, Karte, nicht Monster und ja. Nicht. Nehme ich mir den Schneewirbel. So, das ist den einmal erklären? Ja, ich würde den allgemein. Ja, und dann erklär dir mal alle für einmal. Also, ich zeige einmal bis zu ein Finsternis, ein Erde und ein Feuermonster vor. Es können auch weniger sein. Und dann darf ich in der Sequenz die Effekte, die aufgelistet sind, durchführen. Das heißt, bei einem gebe ich dir erstmal 400 Schaden und special ein Vanquish Soul Monster von der Hand. Bei zwei, die ich revealed habe, bekommst du 600 Schaden und zusätzlich können meine Vanquish Soul Monster nicht durch Karteneffekte zerstört werden. Bei drei würde ich ein schwarzes Loch machen und die 800 ich lese mir die einmal durch, okay? Schaden zufügen, ja. Die kannst du alle hintereinander machen, ne? Genau, in der Reihenfolge. Aber bis ein Finsternis, ein Erde, ein Feuer musst du dann vorzeigen. Es können auch, wie gesagt, weniger sein. Jo. Alles klar. Ja, ja, genau, bis zu drei. Ja. So. Dann setze ich mal noch eine Karte verdeckt, eine ominöse Karte und würde abgeben. Dann gehe ich in die Draufphase. Hast du was in der Draufphase? Nö. Würde ich gerne Jaulong aktivieren, das ist ein Quick-Effekt. Ich würde dir wieder zwei Feuer vorzeigen und ich würde mir eine Vanquish-Soul-Karte auf die Hand nehmen. Was ist in Ordnung? Coolo. Nehme ich mir den Caesar Valius. Oh, man kann so wieder machen. Okay, dann Draw Standby Main. Ja. Dann würde ich ganz gerne ein Leuchtfeuer aktivieren. Das ist okay. Wunderbar. Er ist ja ein Stufe 4 oder niedriger Pyromonster. Korrekt. Dann würde ich mit den einer Schlange auf Esche. Ja. Dann würde ich ganz gerne eine normale Schwörung Schlange auf Esche machen. Wird es bestimmt auch den Effekt aktivieren. Das ist korrekt. Würde ich einmal überlegen. Würde ich gerne mein Fels des Bezwingers aktivieren, ja. Um einen Monster von der Hand zu specialen. Jo. Der Rasen. Ja. Dann kannst du erstmal resolven. Jo. Dann such dir mit dem Puppet. Channing 1. Channing 2 Rasen. Ich würde mir gerne ein Vanquish Soul Monster, nicht Krieger Monster, auf die Hand nehmen. Ja. Nicht die, sondern die Dr. Wahnsinnige Liebe. Dann speziell beschwöre ich den Pappe. Ja. Effektpappe. Dann würde ich gerne Raseneffekt chainen. Ja. Das Quick-Effekt. Ich würde dir ein Feuer und ein Finsternis Monster vorzeigen. Das ist einmal der Burger und der Reisart. Ja. Und dann würde ich gerne alle Monster in dieser Column, außer er selbst, in dieser Spalte zerstören. Ja, das heißt, du zerstörst auch deinen eigenen Felsen. Genau. Ja. Dann kannst du wieder machen. Sucht mir, wo ist er denn? Ach da, für die Rose. Auf den Resolve würde ich gerne Fenrir aktivieren. Jo, Target. Targete deinen Poplar und würde den gerne verdeckt verbannen, weil du einen Monster-Effekt aktiviert hast. Dann aktiviere ich Talent der drei Taktiken, weil du einen Monster-Effekt in der Main-Phase aktiviert hast. Was würdest du denn gerne machen? Da muss ich noch kurz überlegen. Jo. Ich würde gerne die Kontrolle eines deiner Monster übernehmen. Non-Target. Yes. Mm.
Ja. Dann nehme ich dann Fenrir. Auf den Resolve. Jo. Würde ich gerne meine Feinkarte aktivieren. Jo. Zinger, Seelen, Schneewirbel. Ich zeig dir einmal ein Finsternismonster vor, ein Erdemonster und ein Feuermonster. Mhm. Und würde dadurch gerne alle drei Effekte in der Sequenz aktivieren. Also zuerst gebe ich die 400 Schaden und würde eins von anspecialen. Das wäre die wahnsinnige Liebe. Minus 400. Dann würde ich dir 600 Schaden geben. Jo. Und alle meine Zinger-Seelen-Monster durch Karteneffekt unzerstörbar machen. Ja. Und dann den dritten Effekt, du bekommst 800 Schaden und ich würde einmal einen Regeki zünden. Also nee, Darkhold, also Monster. Jo. Die bleiben alle, können halt nicht durch Karteneffekt zerstört werden, deswegen gehen die nicht. Du musst, hast du Spezielle schon, haben die anderen ja, noch genau. Irgendwas on summon Effekte? Ja, Effekt von wahnsinnige Liebe. Dann nochmal. Werde ich mir eine Bergisch aus meinem Job. Jo. Ja, das Level. Huh. Dann kannst du weiter machen. Dann setze ich erstmal eine. Ja. Ich eine zweite. Ja. Und würde Tatsache nicht abgeben. End of Main Phase würde ich gerne noch den Heavy Burger aktivieren. Mhm. Ich würde die Madlove targeten, zurück ja. Auf die Hand geben und ihn special. Ja. Will ich noch was machen? Da hätte ich nicht genug für. Würde ich in deine Endphase, falls du nichts dagegen hast, den Burger aktivieren. Ich würde dir einmal ein Finsternis vorzeigen. Mhm. Und eine Karte ziehen. Kannst du noch einmal abheben. Yes. Dann. Draw-Face. Das gar nicht, ey. Standby, Main. Würde ich gerne einmal. Das ist einmal Erde und Feuer. Das geht doch bestimmt. Den Heavy Burger aktivieren. Ich zeig dir einmal ein Feuer und eine Erde vor und würde dir 1500 Damage hinzufügen. Jo. Dann würde ich. Das sind noch nicht alle drei. Das sind zwar vier, das würde theoretisch reichen. Würde ich gerne einmal Rote aktivieren und mir einen Warrior Monster hinzufügen. Ja, ist doch in Ordnung. Nehme ich mir den Rasen? Jo. Und dann würde ich gerne den Rasen normal beschwören und den Effekt aktivieren. Mhm. Er hat mir einen Nichtkrieger, Fangschussmonster, liebe Zwingerseele, Pantera. Jo. Pantera, ne? Genau. So, habe ich die noch. Dann würde ich gerne meinen Caesar Valleys aktivieren. Ich targete meinen Jawlong, gebe ihn zurück auf die Hand und special ihn. Ja. Und dann würde ich gerne Caesar Valleys aktivieren. Ich zeig dir alle drei Attribute einmal wieder vor. Kennst du ja. Und dann würde ich gerne Non-Target eine Karte von dir zerstören. Jo. Das wäre die. Battleface. Ja, das ist eins. Das ist, wenn man zu viel hat. Ja, ich hab noch den Nip, das war ganz gut. Das hat ja nicht gemattert. Okay. Ich hab darauf gehofft, dass du noch eine Sache mehr machst. Ja, das ist ja, ganz gut. Meine Lieben, das war Runde Nummer 2 der heutigen Trailer Locals. Ja. Wie gesagt, wenn ihr selber mal mitspielen wollt, kommt vorbei, kauft ein Ticket auf trailer-online.de. Wir freuen uns. Ja. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.